Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jedwin hat eine Antwort. Das ist die Rubrik, wo ich eure Fragen beantworte. Und letzten Mal habe ich das ja alles online gemacht, ich meine natürlich im Livestream. Aber beim letzten Mal ist da nicht alles so rund gelaufen, wie ich es gerne hätte. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich das wieder auf den klassischen Wege mache und einfach mal über die Social Media Kanäle frage, hey, habt ihr Fragen zu bestimmten Themen? Und das ist nämlich auch das Stichwort, denn sonst habe ich das ja eigentlich so gemacht, stellt mir einfach irgendwelche Fragen und ich habe einfach irgendwelche Antworten gegeben. Dieses Mal habe ich mir das überlegt, gehe ich immer auf spezielle Themen ein. Das heißt, heute geht es speziell um YouTube, meinen YouTube-Kanal, meine YouTube-Videos. Und vielleicht beim nächsten Mal geht es vielleicht um Filme oder um Trickserien oder um Rollenspiele oder was auch immer. Ich werde da vielleicht immer mal Themen finden und dann können wir da wirklich themenbezogen Fragen beantworten. Also ich. Ist ja egal. Und ich habe ein paar Fragen bekommen. Es sind jetzt nicht so viele, aber die sind ausreichend, um genügend darüber zu sprechen. Deswegen fangen wir einfach mal an mit den Fragen, die ich privat gekriegt habe. Und zwar von PunkUp, die erste Frage. Was würdest du an dir oder deinem Kanal oder Videos ändern? Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, ganz, ganz interessant, denn da gibt es echt jede Menge. Fangen wir vielleicht mal an mit der Location. Ich habe es ja schon 100 Millionen Mal gesagt, das wäre natürlich schon eine geile Sache, wenn ich da einfach mir so eine Wunsch-Location bauen könnte, ja. Und meine Wunsch-Location wäre zum Beispiel, ich mag zum Beispiel diese überaus überstylten Studios nicht. Also sowas wie bei den Rocket Beans, bei New Game Plus zum Beispiel oder bei Inside PlayStation. Ich mag die alle, ja. Ich gucke die auch selber sehr gerne. Aber das sind halt schon so super gestylte Studios und alles drum und dran. Ich bin eher der Fan von sowas Gemütlichem. Ja, und deswegen, wenn ich ein Studio machen dürfte, wäre das echt so ein bisschen was Chilliges. Am liebsten ein Kamin oder so. Das wäre natürlich overgeil. overgeil. Aber das wäre zum Beispiel ziemlich, ziemlich geil, wenn so ein schöner gepolsterter Sessel und eine schöne Wand oder sowas und vielleicht eine tolle Tapete oder so. Einfach was Gemütliches. Das wäre was, was mich zum Beispiel total ansprechen würde. Das würde ich schon sehr, sehr gerne ändern. Das wäre so mein Traum, meine Traumlocation. Aber es wird, glaube ich, nie passieren. Dann, wenn ich noch was ändern könnte, fällt mir ein. Also das ist eine Sache, die hat noch keiner mal angemerkt, was mich immer wundert, aber ich persönlich bemerke das immer wieder, gerade wenn ich dann im Schnitt sitze. Ich habe schon so Schwierigkeiten mit der Artikulation, so finde ich. Also ich habe nicht unbedingt, da fängt es ja schon wieder an. Da fängt das ja schon wieder an, ne? Das ist so mein Problem. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich, mein Gott, ist das schlimm! Gerade wenn ich diese Antwort gebe, funktioniert das nicht. Ich finde, dass ich schon Schwierigkeiten habe, mich zu artikulieren. Und ich kann keine Redewendungen, ich kann kaum Dinge irgendwie richtig in Sätze verschachteln. Zumindest habe ich das Gefühl. Wie gesagt, es hat noch keiner irgendwie angemerkt, aber für mich persönlich ist es ein eigener Anspruch, da schon irgendwie mich zu verbessern. Und ich muss sagen, ich habe mich schon verbessert, wenn ich das an meine früheren Tage so zurückschaue. Guck, da fängt es schon wieder an. Da fange ich einen Satz an und kann ihn nicht mal richtig beenden, weil ich nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe. Das sind so die Dinge, die mich so unfassbar nerven. Und ich habe sogar eine Begründung oder zumindest habe ich so eine Theorie, woran das liegt. Hab ich das schon mal erzählt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zwischen der 6. und der 9. Klasse einen Förderkurs besuchen müssen für Kinder mit Sprachproblemen. Tatsächlich. Da waren aber so Kinder dabei, die hatten Stottern, Lispeln und so ein Kram. Und ich war da drin, das hat mir erst später jemand erklärt, weil die Lehrer sehr früh erkannt haben, dass wenn ich mich mündlich beteiligen wollte, was ich echt oft machen wollte, hatte ich Schwierigkeiten, mich so verständlich auszudrücken, dass die Leute mich verstehen. Tatsächlich. Und deswegen war ich in diesem Kurs und das über 3 Jahre. Und ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was wir da gemacht haben, so grundsätzlich, aber ich weiß noch, dass es so ein paar Methoden gab. Die meisten waren ehrlich gesagt Pillepalle. Es waren mehr so Spielereien. Aber ich weiß, eine Sache hat mir richtig gut geholfen und ich glaube, das war auch so
es war so gegen Ende und dann war es auch schon vorbei. Und zwar hat meine Betreuerin, und ich schäme mich nicht, das zu sagen, also es ist wirklich jetzt, finde ich das ganz so wichtig eigentlich. Meine Betreuerin hat mir gesagt, stell dir am Abend vorm Schlafengehen oder wann auch immer, stell dir einfach vor, du redest mit deinem besten Freund über den Tag. Also ich musste mir quasi meinen Kumpel vorstellen und Selbstgespräche führen. Mehr war das eigentlich nicht. Ich musste ihm quasi so erzählen, was ich so am Tag gemacht habe. Und ich sag euch, das hat mir richtig viel geholfen. Das hat mir richtig viel geholfen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das war echt eine Methode, die mir echt sehr viel gebracht hat. Und ich glaube auch, was auch sehr viel hilft, und das ist, glaube ich, so ein Problem bei mir, ist Lesen. Lesen, egal ob es Romane, Zeitungen oder was auch immer was sind. Ich glaube, Lesen baut den Wortschatz so auf, dass man den einfach gut verwenden kann. Und ich habe wirklich in der Hinsicht wirklich Nachholbedarf, aber das ist so ein eigenes Ding. Wie gesagt, es hat mir noch niemand geschrieben, aber ich persönlich hasse mich dafür. Und die nächste Sache, die ich gerne ändern würde, wenn ich könnte, ist meine, also ich bin richtig, richtig schlecht in Bildbearbeitung. Ich versuche mich so langsam da reinzulesen, was so Photoshop angeht und die ganzen Möglichkeiten. Aber ganz ehrlich, ich bin da echt eine Niete. Ich bin da einfach eine Niete. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich bin nicht kreativ genug. Das ist mein Problem. Mal Tutorials gibt ja wie Sand am Meer. Da könnte ich mich ja im Internet rumtoben und könnte nach einer Stunde schon relativ viel auf die Beine stellen. Aber ich bin unkreativ. Wenn ich zum Beispiel mir ein Logo ausdenken müsste. Wie oft habe ich schon Logos für mich gemacht? Die schauen alle scheiße aus. Alle. Alle schauen scheiße aus. So, warum ist das so? Weil ich keine Idee habe, so wie ich die verfolge. Ich habe nicht so das Bild vor Augen und fange dann an, irgendwie da rumzuwurschteln, und irgendwelche Dinge dann zu zaubern und irgendwann mal wird das schon was, sondern ich mache irgendwie und denke mir, ach, das ist doch scheiße und mache dann weg. So, alles, was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel auf meinem Kanal, sind tatsächlich meine eigene Kreation, aber die sind ja nicht besonders kreativ. Ja, und das ist so mein Problem. Gib mir eine Idee für ein Format und ich bastel da schon was rum und so, das kann ich, ja, gerade Videoschnitt, Editing und so, damit habe ich keine Probleme, aber wenn es um Bildbearbeitung geht, egal ob es die Thumbnails sind, deswegen ändere ich die Thumbnails auch immer wieder, weil ich nie zufrieden bin, ja, ich benutze bei Thumbnails auch immer Templates, obwohl jetzt bei den jetzigen jetzt nicht mehr, aber ich benutze eigentlich immer Templates, weil ich keine geilen Thumbnails machen kann, ich kann es einfach nicht. Es ist halt so, ich bin nicht kreativ genug. Und deswegen, das ist so meine Schwäche. Wenn ich die ausmerzen könnte, fände ich das schon ganz, ganz geil. So, das war jetzt die Frage von Punk Up. Ich denke mal Punk Up. Dann kommt die nächsten Fragen eigentlich. Und da geht es jetzt speziell um die Off-Comment-Videos. Und da werde ich auch ein, zwei Fragen noch mehr dazu nehmen, die kommen sind zu diesem Format. Die Fragen kommen jetzt von Sunman oder Sunman oder ne, Suman 176. Wie kam es zu den Videos, bei denen du im Off sprichst und wie wichtig sind sie dir? Und woher kommt die Musik? Welche Frage machen wir zuerst? Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Also, grundsätzlich muss man sagen, diese Off-Comment-Videos, ich habe sie ja Off-Comment genannt, auch nur, weil ich der Meinung bin, dass diese Videos Kommentare sind. Also Off, weil ich halt aus dem Off spreche, aber grundsätzlich sind das ja Kommentare. Oder viele würden es als Kolumnen bezeichnen. Ich bezeichne es doch eher wirklich noch als Kommentar, weil jetzt klingelt mein Handy. Ich schon zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Online-Magie zum Beispiel, dass ich da einfach alleine spielen will, das ist ja wirklich, es kommt aus meinem Bauch heraus. So, ich möchte das auch ansprechen und es gibt vielleicht so Anhaltspunkte und Beispiele, warum das so ist, aber grundsätzlich ist es eine absolut subjektive Meinung und deswegen nenne ich sie auch wirklich nur Kommentar, anstatt dass ich da hinstelle und sage, das ist der Grund, sondern es sollen halt Kommentare sein. Mir spielte dieses Format sehr in die Karten, aus mehreren Aspekten. Aspekt Nummer 1 war der Location-Wechsel. Denn meine alten Videos habe ich ja, oder gerade nach meinem Comeback, habe ich ja meine Videos im Kinderzimmer von meinem Sohn gemacht. Und irgendwann mal wollte mein Sohn wieder in seinem Bettchen schlafen. Und dann musste ich halt raus. Ja? Da musste der Vater weg. So, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt komme ich jetzt quasi hier an meinem PC. Und wie gesagt, ich habe es euch schon mal erzählt, es ist halt ein bisschen kacke hier zu aufzunehmen und sowas. Damit ihr nochmal so ein Bild bekommt, was ich damit meine. Ich drehe mal jetzt die Kamera, ja, das ist ja mein Wohnzimmer. Und da hinten, das ist die Tür zum Schlafzimmer. Das heißt, dahinter schläft meine Frau am Abend und wenn ich hier anfange, jetzt hier rumzubrüllen oder irgendwie einen anderen Kram zu machen, wird es
blöd, es wird halt scheiße. So ist es halt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich muss mir was überlegen, wie ich das quasi kompensiere. Und dann kam mir halt die Idee, ich schreibe mir Scripts und spreche die ein. Weil so ein 10-Minuten-Ding einsprechen, das ist vollkommen in Ordnung. Damit kann ich ja mit meinem Mikrofon, glücklicherweise, auch das Mikrofon ist auch wirklich, spielt mir auch sehr in die Karten. Ich kann da relativ leise oder ruhig reden und dann kommt man trotzdem mit einem guten Klang davon. So. Auf der anderen Seite wollte ich unbedingt was wieder speziell mit Videospielen machen und so. Und jetzt könnte man sagen, ja, was mit Videospielen machen, da könnte ich jetzt Let's Plays machen, ich könnte jetzt Let's Play Together machen und was auch immer was. Ich kann da relativ viel machen, aber mir war es schon wichtig, dass ich etwas mache, das auf der einen Seite etwas ist, auf das ich stolz sein kann, ja, weil ich es liebe zu editieren und zu bearbeiten und ein Let's Play, so gerne ich das auch selbst gemacht habe, aber Let's Plays sind halt kein Aufwand. Ich sag's halt, wie es ist. Es ist wirklich, du spielst es, ziehst es in dein Bearbeitungsprogramm, haust noch vielleicht ein Intro rein, das war's. So, Part fertig. Und da ich schon gerne editiere, war es auch natürlich perfekt für mich. Aber ich hatte auch vor, wenn man sich die Videos anguckt, dass man irgendwas mitnimmt. Ja, dass man irgendwie sagt, ja, da habe ich was erfahren, was ich vorher nicht wusste oder ich mache mir jetzt mehr Gedanken über das Thema oder was auch immer. Das ist so ein bisschen der Punkt, den ich haben wollte. Und auf der anderen Seite, auch ganz wichtig, auch ein wichtiger Aspekt, warum die Off-Commons-Videos so geworden sind, wie sie geworden sind, denn ich mache ja viel mit Musik und so ein Kram. Sie sollen ja auch unterhalten, ganz einfach. Sie sollen schön ästhetisch sein, sie sollen Bock machen, sie sollen Freude wieder ans Thema Videospiele voranbringen. Man soll sich freuen über Spiel XY, das kommt, oder man soll sich Gedanken machen über das Thema, weil Videospiele und die ganze Kultur dahinter ist mir auch sehr wichtig geworden und mir war es einfach wichtig, dass man auch eine gewisse Freude an die Videos rangeht. Und wenn und was auch natürlich für mich so ein kleines Ziel war, war es mit diesen Videos einen gewissen Stellenwert innerhalb meines Kanals zu sein. So, also dass diese Off-Comment-Videos vielleicht sogar mein Aushängeschild sind. So, dass es nicht mehr ist, Yeti bin der Comedy-Affe, der nur noch irgendwelche videospielbezogenen Sketche macht. Oder was auch immer was, sondern ich wollte eigentlich schon wirklich damit so bewirken, dass die Leute sagen, hey, fuck, da hat Yeti mir ein neues Off-Comment-Video gemacht. Wenn ich zu Hause bin, gucke ich da auf jeden Fall rein, weil da habe ich Bock drauf. Das war mein Ziel. Das war jetzt nicht so, dass ich es mir auf so ein Storyboard gemacht habe oder so und gedacht habe, ja, da will ich hin, so, sondern ich hatte einfach so den Gedanken, das wäre halt cool, wenn das so wäre. Und deswegen, daher kommt so quasi das Thema mit den Off-Comments. Und das, auch die Frage war auch, wie wichtig sie mir sind. Wie ich schon sagte, sie sind mir sogar sehr, sehr wichtig. Sie sind mir sehr, sehr wichtig, weil ich da auch sehr, sehr stolz drauf bin und mir da auch wirklich sehr viele Gedanken zu mache. Und die dritte Frage, woher kommt die Musik, die wird mir sehr, sehr häufig gestellt. Gerade natürlich immer dementsprechend unter einem Video. Wie heißt der Song bei dem Titel? Wie heißt der Song an der Stelle? Bla, bla, bla. Und ich muss dazu sagen, ich antworte darauf sehr spärlich. Warum? Hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht verraten möchte oder sowas, sondern einfach, ich kann euch nicht mehr sagen, woher diese Songs sind. Ich weiß es nicht mehr. Denn ich habe mir vor meinem Abschied damals, vor über 2 Jahren, habe ich nach Free-Licensed Musik gesucht. Ne? So freie lizenzierte Musik gibt es ja mittlerweile relativ viele. Damals war es auch so. Damals waren die meisten Sachen aber auch wirklich kostenlos. Mittlerweile musst du für viele bezahlen. Und ich weiß noch, dass ich mir damals ein richtig großes Paket, also es waren glaube ich so 4-5 Pakete, habe ich mir einfach runtergeladen und es war kostenlos und das beinhaltet mittlerweile über 150 Songs. Und dazu gehören halt die meisten Sachen. Das Problem war, dass die Titel in dieser ZIP-Datei alle die gleichen Namen hatten. Deswegen musste ich die umändern, das weiß ich noch, mit Musik 1, Musik 2, Musik 3 und bla 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 bla. So. Und jetzt ist es so, jetzt suche ich mir immer aus meinem großen Pool an Musik zusammen für die Videos und kann aber gar nicht mehr sagen, von wem die sind. Ich weiß noch einen Namen ungefähr, das war Johannes,
ist schon so lange her, Johannes Burnloff oder so, irgendwie sowas, weil ich den noch nachträglich ein paar Mal in anderen Videos gesehen habe oder gehört habe. Aber das ist es, deswegen sind meine Videos mit immer verschiedener Musik, aber ich kann nicht mehr sagen, wie sie heißen, deswegen antworte ich da nicht drauf. Deswegen, ich finde sie nicht, sondern sie liegen eigentlich auf meinem Laufwerk. Aber es ist ja nicht so, dass ich alle Lieder nur aus diesem Pool ziehe. Ich gucke auch, dass ich manchmal so videospielbezogene Lieder rausziehe. Und wenn ich da, wenn mich da jemand fragt, hey, wie heißt das Lied, dann schicke ich dem auch demjenigen einen Link. So, dann kamen noch ein paar andere Sachen zu den Off-Texten oder Off-Comment-Videos. Zum Beispiel, wo war das jetzt nochmal? Von Jannis, der ja übrigens auch so Off-Comments-Videos mittlerweile macht. Wie lange brauchst du circa, bis ein Video, wo du als Off-Stimme sprichst, fertig ist? Sprich, von der Idee bis zum fertigen Video. Kann man auch nicht so pauschalisieren, aber ich würde jetzt fast schon so eine Regel sagen, so eine Woche. Denn ich lasse mir schon ein bisschen Zeit. Es ist ganz wichtig, ich habe für mich selbst gemerkt, es kann einen wirklichen Unterschied machen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Gerade wenn man zum Beispiel das Skript schreibt, also wenn ich eine Idee habe, die Idee schon zu haben, dauert manchmal etwas länger. Und dann kommt das Skriptschreiben. Und das Skriptschreiben, früher hätte ich einfach nur getippt, bla, fertig und einsprechen. Heute lasse ich mir da echt ein bisschen mehr Zeit recherchieren und so. Das ist wichtig. Und vor allen Dingen, wenn ich das Ganze fertig habe oder der Meinung bin, jetzt ist es fertig, lasse ich es tatsächlich nochmal einen Tag lang einfach mal so stehen. Und ihr könnt nicht glauben, wie oft ich dann nochmal reinlese und merke, ah, guck mal, hier hätte ich doch vielleicht nochmal das so erwähnen können oder das so umschreiben können. Und dann, wenn es dann soweit ist und ich das Einsprechen dauert nicht so lange, geht es halt ums Editieren und das nimmt natürlich die meiste Zeit in Anspruch, denn dann brauchst du natürlich die ganzen Spielszenen, du brauchst die Beispiele, du brauchst eigene Kreation, also oftmals muss ich dann auch selbst nochmal nachhelfen oder eigene Zeichnungen machen und so ein Kram mache ich auch viel, viel häufiger, als es vielleicht auffällt. Also gerade auch so Videoschnipsel oder so ändere ich nochmal komplett um. So teilweise gibt es Trailer, die gibt es eigentlich gar nicht da draußen, weil ich sie selbst irgendwie zusammengeschnitten habe. ja, und deswegen, das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch und ich mache es aber auch nicht so wie früher, dass ich da, weiß ich, 3-4 Stunden lang nur noch am Schneiden bin, sondern ich schneide eine Stunde und dann mache ich halt was anderes, weil mir ist die Zeit auch ein bisschen zu kostbar, dass ich sie nur noch ins Editieren lege. Soll nicht heißen, dass ich das nicht gerne mache, aber grundsätzlich mache ich das schon gerne, dass ich da immer mal so eine Stunde mich dranhänge und ein bisschen was mache und so und dann sage ich, okay, jetzt mal wieder genug und dann mache ich etwas anderes und mache dann einen Tag darauf oder später einfach weiter. Und deswegen würde ich sagen, eine Woche kommt schon hin, auf jeden Fall. Was habe ich noch zu Off-Comment? Ich glaube, das war es eigentlich auch schon. So, das waren jetzt auch jetzt eigentlich die Sachen zu den Off-Comment. Jetzt kommen wir mal zu anderen Fragen. Und zwar zum Beispiel von den Bro-Ops. Nicht an der Stelle Grüße. In welches Video hast du am meisten Lebenszeit gesteckt? Habe ich lange überlegt, als ich die Frage gelesen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ich würde vermuten, ein Stück Gamerleben Folge 3. Das Problem ist folgendes. Gerade die Comedy-Sketche nehmen ein bisschen Zeit in Anspruch, weil oftmals, und das will man gar nicht so, ne, das merkt man gar nicht, wenn du das Ganze nicht an einem Stück drehst, dann kann es schon Probleme geben. Denn zum Beispiel bei Ein Stück Gamerleben Folge 5 war es zum Beispiel so, mitten im Dreh habe ich mir meine Haare geschnitten. So, wie erklärst du das inmitten der Story von Ein Stück Gamerleben? So, weil die Leute werden fragen, hast du dir jetzt die Haare geschnitten? Deswegen musst du dir was überlegen. Oder zum Beispiel, was ein großes Problem war, ich nehme eine Szene auf, die war am Tag. So, dann habe ich die nächste Woche nur noch abends Zeit. Abends ist es dann allerdings dunkel, weil es ist Winter. So, was machst du? Du musst eine Woche warten. Und das waren so Kleinigkeiten, die haben es ewig in die Länge gezogen. Vor allen Dingen, ganz schlimm finde ich auch, und das muss ich auch an der Stelle sagen, wenn du abhängig bist von anderen Leuten. Deswegen hat sich bei mir auch so ein bisschen die Meinung geändert, am liebsten arbeite ich gerne alleine, tatsächlich. Ich mache natürlich gerne Collabros und arbeite auch gerne mal mit Leuten zusammen, aber ich weiß bei mir einfach selbst, worauf ich achten muss, was ich machen muss. Und wenn ich noch eine andere Person hinzuziehe, dann bin ich eben davon abhängig, wie sie arbeitet. Das heißt, ich warte auf deren Aufnahmen oder meine Frau zum Beispiel ist zum Teil die schlimmste Kamerafrau, die ich jemals gesehen habe. Die macht nie das, was ich ihr sage. Es gibt ja auch bei Folge 3, habe ich da mal Outtakes gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Da ging es einfach darum, meine Frau soll reinkommen ins Zimmer
und soll mir eine pfeffern, wenn ich den Satz gesagt habe. Da kommt meine Frau rein, macht das Licht nicht an. Da kommt meine Frau rein, macht das Licht an, macht das Licht wieder aus. Da kommt meine Frau rein, macht das Licht an. Ich will den Satz sagen, die klatscht mir eine. Also diese Szene, die ganz kurz ist, dauert ewig, ja. Und das ist das Problem, warum so Videos manchmal in die Länge gezogen werden können. Aber ich sag mal, so von Lebenszeit her würde ich fast schon sagen, ein Stück Gamer Leben Folge 5 auf jeden Fall, Folge 3 auch sehr. Aber ich glaube, so zum Beispiel die größte Editierarbeit war mal bei einem Playcast-Video, und zwar Playcast Time Travel, damals noch zu Prince of Persia. Da habe ich sehr viel Zeit gehabt, Zeit reingesteckt. Man muss aber dazu sagen, das liegt auch vor allen Dingen daran, und das ist auch so eine Sache, die sich einfach in den Jahren entwickelt. Mittlerweile schneide ich ein Video schneller, weil ich habe mit Templates angelegt, ich habe Sachen gesaved und vor allen Dingen viele Sachen kommen aus der Routine heraus. Ich komme relativ schnell an mein Ziel. Wenn ich mir eine Vorstellung gemacht habe, wie ich etwas aussehen lassen möchte, dann mache ich das einfach. Dann, es gibt nicht mehr so, oh, wie geht das? Oh, wie muss ich das gucken? Ich beherrsche Sony Vegas mittlerweile sehr, sehr gut. Und deswegen, wenn ich mir das vorstelle, mache ich das eigentlich auch. Ne? Und deswegen, muss man schon sagen. Dann die nächste Frage von Julian Paul. I know why... Nein, das heißt I know why no. Und ich sag's immer falsch rum. Wie inspirierst du dich für neue Videos? Hast du einen Geistesblitz oder holst du dir Anregungen? Das ist natürlich auch eine völlig, also teils auf jeden Fall. Manchmal ist es so, während des Spielens fällt mir wieder was ein. Ich denke, Mann, darüber muss ich auf jeden Fall mal ein Video machen und dann geht's eigentlich schon direkt los. Manchmal ist es auch so, dann brauche ich Ewigkeiten, bis mir ein Thema einfällt. Ich möchte ja auch nicht irgendwie was erzwingen. Ich möchte einfach so, wenn es wirklich passt, dann möchte ich darüber was sagen. Anregungen hole ich mir aber auch natürlich. Also ich klicke mich oft durch den Spielejournalismus oder hole mir auch Anregungen bei anderen YouTubern. Ich habe ja auch zum Beispiel das Thema mit das billige Leben eines Gamers zum Beispiel auch Anregungen geholt vom ProNoob2K, der darüber ein Video gemacht hat. Klar, da gibt es immer wieder Anregungen, die ich mir hole, aber das ist halt wirklich unterschiedlich. Es gibt vom Verhältnis kein das oder das. Es ist immer unterschiedlich. So, dann haben wir noch die Frage von Mindfu. Was ist dein eigenes Lieblingsvideo? Auf welches bist du am meisten stolz? Auf alle meine Comedy-Sketche? Okay, das eine mehr, das einige weniger. Auf jeden Fall, und meine Off-Comment-Videos auf jeden Fall auch. Aber ich sag mal so, welches Video ich wirklich gerne... Natürlich ein Stück Gamerleben, klar, ey, das ist, mein Baby. Darauf bin ich immer stolz. Weil mir auch so viele Leute danach geschrieben haben, wie sie es einfach gefeiert haben, wie sie Spaß dran hatten, wie sie gelacht haben. Ein besseres Gefühl kann man eigentlich gar nicht bekommen, wenn man ein Comedy-Video macht. Das Rage-Quitter-Video bin ich auch sehr stolz drauf. Warum, weiß ich nicht. Irgendwie gefiel mir dieser Stil und so. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Für alle, die es nicht kennen, das ist das Video, wo ich... es ist einfach so eine ARD... weiß nicht, öffentlich-rechtlichen... Doku-Stil, bei dem ich quasi auf Rage Quitter eingehe. Mag ich sehr, sehr gerne. Was ich auch sehr gerne mag, Leidenschaft Videospiele, Verlierertypen und Siegertypen. Gerade die beiden Videos, das waren meine ersten Videos zu Leidenschaft Videospiele, sind schon etwas älter, deswegen ist es auch nicht so perfekt und auch nicht so technisch sauber. Aber das fand ich schon sehr, sehr cool. Es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu machen. Und die gucke ich echt auch selbst sehr, sehr gerne. Deswegen auf die bin ich sehr stolz. Genau. So, dann haben wir noch den Baron Van Theo. Denkst du, deine Nische auf YouTube gefunden zu haben oder strugglest du immer noch nach dem Wunsch nach mehr Views etc.? Ich habe es glaube ich schon jetzt im letzten Video oder in einem der letzten Videos gesagt, dass mich dieses Thema eigentlich mehr verfolgt als es sollte, weil ich falsches Bild abgegeben habe und es mir ein bisschen... mich sehr, sehr ärgert. Ja, ich sag mal so, ich habe immer Freude daran, die Nische auf YouTube gefunden zu haben, denn wenn ich bedenke, was ein großer YouTuber da so alles mitmachen muss mit Kommentaren und mit Hate und so, das ist echt hart. Da musst du ein richtig dickes Fell haben und da ich das nicht habe, ganz ehrlich, ich habe das nicht, bin ich froh, dass ich eine kleine, aber sehr aktive und sehr, sehr aufmerksame Community habe. Was das Thema mit diesen Views angeht, es war ja so,
Und das habe ich ja auch in einem Video letztens mal gesagt. Es war ja so, dass es mir nicht darum ging, dass ich jetzt fett, ne, groß rauskomme oder so oder die Massen erreiche. Aber zu sehen, wie ein Video, wie zum Beispiel das Mass Effect Andromeda Video, das war echt, das muss ich zugeben, auch alle anderen Videos waren mir egal, aber das Video war mir schon so ein bisschen, es hat mir schon sehr wehgetan, weil da habe ich mir schon auch, wie bei allen aufkommenden Videos, mir Mühe gemacht und habe mir Sachen überlegt und habe den Trailer, weiß nicht, weiß Gott wie oft geguckt. Und dann zu sehen, nach 24 Stunden, es haben halt 160 Leute aufgerufen, ist das Video schlecht oder interessiert es keinen mehr oder so, keine Ahnung. Da hat man sich natürlich schon, da habe ich mir einfach Gedanken gemacht. Und das wollte ich halt eben nicht, dass diese Videos so versauern, so quasi. Und ja, ja, wie soll man das sagen? Ich wollte halt an der Stelle auch nicht den Eindruck ermitteln, dass ich halt wirklich nur noch auf Klicks geil bin oder sowas. Denn wer mich kennt und wer mich einfach schon seit Jahren verfolgt, der weiß, dass da das nie ein Thema für mich war. Aber trotzdem würde man sich doch freuen, wenn man eine gewisse Reichweite erreicht und gewisse Leute halt darauf draufklicken. Und bei einer Anzahl von damals über 4000 Abonnenten, nur 160 Aufrufe, da habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist dann schiefgelaufen oder so. Und darüber habe ich mir halt Gedanken gemacht. Aber strugglen nach Wunsch, also strugglen, ich struggle eigentlich nur mit einem, und zwar mit mir selbst. Naja, dann haben wir noch die letzte Frage und die kommt von Tobi, das ist übrigens mein Neffe. Angenommen, dein Kanal wird gelöscht, würdest du nochmal von vorne anfangen, neuer Kanal, und wenn ja, was würdest du anders machen? Wenn mein Kanal gelöscht wird, würde ich definitiv nochmal anfangen, denn man muss ja sagen, YouTube ist ein Hobby. Und YouTube macht Spaß und YouTube macht mir Freude. Es macht mir Freude, Dinge zu gestalten. Und es macht mir Freude, wenn ich sehe, dass Leute darauf zugreifen und sagen, hey, das ist cool. Ne? Oder eben nicht. So. Und das deckt sich auch genau mit der Aussage, die ich gerade bei der letzten Frage gesagt habe. Deswegen neuer Kanal definitiv. Aber ob ich das Gleiche machen würde? Ja, auf jeden Fall. Denn wenn ich wollte oder wenn ich einen gewissen Formel verfolgen wollte, um, weiß nicht, groß rauszukommen, dann würde ich andere Themen angehen, ja, oder würde es anders machen. Es gibt es gibt jetzt nicht das Schema, das man machen muss, um wirklich erfolgreich zu sein, aber ich glaube, die Chancen stehen größer, wenn ich allgemeinere Themen ansprechen würde. Könnte ich ja auch, ich habe auch eine Meinung zu Beziehungsproblemen und ich habe auch eine Meinung zu Männerthemen oder so, aber das ist etwas nicht, was mich so interessiert. Mich interessieren einfach Videospiele und es ist etwas, was ich einfach so gerne mache und so gerne auch mit den Zuschauern kommunizieren möchte. Deswegen, für alles, was ich gemacht habe und für alles, was ich jetzt mache, bin ich sehr stolz und würde es auch so beibehalten. Und deswegen, gerade auch mit dem Thema, ob ich jetzt struggle nach mehr Views, genau das ist es ja. Wenn ich mehr Views haben wollte, dann mache ich einen Prank, indem ich nackt durch die Gegend laufe oder was auch immer was. Das ist es nicht. Ich möchte gerne einfach mit dem, was ich sehr gerne mache und sehr gerne habe, auf YouTube präsent sein. So, das ist eigentlich alles. Deswegen, ich würde nichts anders machen, würde es genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja. Das war es auch schon mit dem Frage- und Antworten-Video, mit jedem hat eine Antwort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir bleibt auf jeden Fall wachsam auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Da werde ich dann nochmal immer fragen, ob ihr mir Fragen stellen wollt zu bestimmten Themen, wenn ihr jetzt mal wollt, dass ihr eure Frage auch mal rankommt. Denn ich lese alle vor, das muss ich dazu sagen. Also ich werde jede Frage beantworten. In diesem Sinne bin ich raus. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein.